Ficken. So. Und los. Die bleiben noch hier. Den Feind hat es schwer erwischt. Und die Hälfte seiner Männer verloren. Greifen hier an, aber fest. So, hey, ihr müsst... Shit, es sind nur noch wenige. Komm, eine Armee muss hier hin. Okay, ist da jetzt ein bisschen... nicht lecken. Hallo, Fraps? So, ja, Fraps ist abgestürzt. Und hat Medieval 2 natürlich direkt mitgenommen. Wir scheuen die Kosten nicht und beten uns hier die Speerträger aus. Dafür gewinnen wir den Krieg. So. Und jetzt noch hier kurz unten den kontrollieren. So. Und jetzt müssen wir eigentlich diese Siedlung einnehmen. Dann können wir das einfach lassen. Wie steht es denn um unsere Mission? Ja, wo war die Mission? Die war hier. Genau. Vom Adelsreich. Ich bekomme 2500 Gulden, ja klar. Dann gehe ich lieber hier hin. Und lasse die Stadt mal unbewacht. Wir werden niemals aufgeben. Eine Herberge. Oh. Ja, ich bin jetzt gerade am Denken, was ich machen soll, ob ich sie wirklich umding lassen soll und mit dem Bogenschützen dann immer einfach angreifen. Aber wenn sie mit Belagerungsmaschinen kommen, dann ist das auch nicht. Ah, was macht denn Chiostres-Register? Auch 10 Zufriedenheit. Dann nehme ich ein Toast. Chiost. Oder es ist ein Theater. 4, 600, 5, 600, 6000. Okay. Dann. Hier haben wir was gemacht. Eine Ratskammer. Bringt nicht viel. Wenn den Archers. Horse Archers. Ja, unbedingt. Horse Archers. Und den Shenyang. Ein Kornmarkt. Farmgemeinschaft haben wir schon irgendwie. Ja. Die Rotung haben wir. Okay. Und hier könnten wir auch einen Kornmarkt bauen. Genau. Und Byzantinisches Reich ist mit Königreich Ungarn im Krieg. Großer Häuptling, ich weise euch den Okay, dann werde ich hier mal nicht angreifen. Ah, was ist denn das für eine Scheißsteuerung? Wie kann ich helfen, mein Herr? Jetzt habe ich das versaut. Dann lassen wir den da oben. Dann haben die wenigstens noch eine Chance zu gewinnen.
Und wir gehen weiter mit den Spionen. Und hier sind schon die Timuriden. Die Schwarzen. Wohin geht es? Unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. So. Ja, Kapitän. Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, gehe von Bord. Und die können gar nicht mehr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ah, die haben das auch wieder verloren. Die haben das auch verloren. Oh Gott. Das dachte ich, ich wäre dämlich. Aber nein. Ich hätte niemals gedacht, dass die so extrem schnell die Seiten wieder wechseln wollen und uns rausschmeißen. Ich dachte, das wäre ein normaler Bürgerkrieg, aber das ist in diesem Mod so. Vor allem die Religion hat sehr viele Eckpunkte, wenn man zu wenig Armeen in der Truppe, im Ding hat, in der Stadt. Und das macht halt Aua. Ja, jetzt ist es grau auch hier auf der Karte. Also wie gesagt, ich will den hier runter tun. Und hier schon mal was ausbilden. So. Hier haben wir den ausgebildet. Und hier Naginata. Ja, das Geld geht ein bisschen weg. Bilden wir momentan nichts aus. Und ja, sonst wäre eigentlich alles gut. So. Okay, ein paar sind egal. Okay, es kommen extrem viele. Wie lautet euer Befehl? Dann gehe ich doch nach oben. So kann man sie gut schwächen. Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Ein überwältigender Sieg. Wir haben nichts Besseres als den Tod verdient. Weites Merkmal, fühlt sich geschätzt. Hansjung, da lassen wir das mal. Verbesserung. Dann können wir hier in Shichuawang können wir eine Ratskammer bauen. Und in Yukan können wir ein Kornmarkt bauen. In Shenyang haben wir schon. Okay. Der hat 2. Wieso bringt das, wenn der 2 hat? So. Oh, jetzt haben 3 Königreiche mit anderen Krieg. Okay, und ja, die Apachen, die leben immer noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist mir eine Ehre, euch. Wir werden niemals aufgeben. Bewegung. Ja, mein König. Mut und Ehre, Soldaten. Zuerst die Stadt einnehmen. Wie lautet euer Befehl? Edler Feind. Ihr solltet uns fürchten. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind 16 Mann verloren. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Sie sind zerschmettert. Es ist mir eine Ehre, mein König. Voller, ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Wir marschieren dem... Ja, mein König. Wir marschieren, mein König. Gib denen mal ein paar Armeen. Mein König! Mein König! Männer! Was? Gott ist mit uns, Männer! Auf in die... So! Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Ja. Können hier noch ein paar bewegen. Mein König. Eure Befehle? Mein König! Natürlich! So ist besser. Fühlt sich geschätzt. So, jetzt mache ich aber nicht den Fehler. Mache eine Pagode. Und
gibt hier auch ein Diplomat zum Abwerben. Ah, bin ich unfair. Und dieses Schiff geht zum Hafen, auch wenn er noch nicht da ist. Und dieses Schiff geht wieder hier hin. Ist hier irgendwo der Hafen? Naja. Wir gehen mal hier rein. Einer bildet sich fort. Und... Die gehen weiter. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Übernachte hier, mein König. Und hier ist nichts los. Ja, mal hohe. Dafür hier. Ja, können wir lassen. Bin wie ein Bogenschützen aus. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Samurai-Bogenschützen sind, aber sie sind wahrscheinlich nicht so schlecht, dass man sie nicht einsetzen sollte. Und ja. Du bleibst hier. Der Diplomat, der hat sowieso eine lange Route. Ja, nicht mehr. Mein König, seid ihr sicher? Dann gehst du hier. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr. Durch das Aralgebiet. Würde ich, mein König. Und in Amalabat. Der geht hier hin. Und gehst hier nach oben. Und du... Nein, du gehst hier nach oben. Du gehst hier. Hier hin. So. Und der Ninja geht hier nach oben. Gut, so. Ja! Segel setzen! Werf den Anker! Hier passiert leider nichts. Es ist nichts hier. Okay, ich denke, das ist jetzt gut. Ja, mein König. Der braucht noch einige Zeit. Ja. Wenigstens haben wir Philippinen noch und ja, können das nächste Mal die Großoffensive starten. Hier runter, hier alles einnehmen und hier unten Borneo und so einnehmen. Das ist auch sehr wichtig und hier hat es auch relativ viele wenige Sachen. Ja, zum Beispiel hier. Das ist Tabak wahrscheinlich. Ja, da muss ich dann erkunden. Also, ob es wirklich sehr ertragsreich ist, weiß ich nicht. Aber gut, zum Verteidigen ist es. Ich glaube nicht, dass die Spanier mit den Schiffen kommen. Die einzigen, die eigentlich Schiffe bauen, sind die Franzosen. Aber die haben wir hier nicht. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Okay, dann machen wir das nächste Mal weiter und ja, wahrscheinlich muss ich so bald wie möglich wieder aufnehmen. Okay, ist nicht gut verteidigt, aber auf die Armee muss ich dann aufpassen. Die hat wahrscheinlich noch zwei von diesen beliebten Bogenschützen. Ja, muss ich aufpassen. Ah ja, da, diese Armee mache ich wieder nach oben. Hier sieht man viel besser als hier drüben, dann bin ich hier entlang gegangen. Und als nächstes... Als nächstes gehen wir hier hinsuchen. So. Okay, Dankeschön fürs Schauen und hoffentlich hat es euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bye!